Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute zu Besuch in dem Haus von Rob, Dima, Felipe und Falco. Und wir spielen heute mal ein bisschen Verstecken. Nein, ja, ich töte alle. Gut, Verstecken spielen sollte man im besten Falle ohne Messer. Nein, das wird nicht passieren, aber ich hoffe mal, dass ich alle finden werde. Okay, dann... Laufen die Kameras? Startet eure Handys. Ja, so, abklatschen, okay, abklatschen. Ja. Was passiert? Mein Lieber, wieder komplett lost. Grüße an dich. Ich würde sagen, ich fange zu zählen und ihr versteckt euch. Okay, perfekt. Eins. Okay, zwei. Okay. Drei. Drei. Vier. Penis. Fünf. Sechs. Sieben. Wollt ihr mich verarschen? Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Okay, let's go. 13. Nein, Satan. 14. 15, 16, weg hier, das ist mein Versteck. 17, das ist mein 18, Versteck. Ich muss kurz die Hand wechseln, das ist echt schwer. 19, 20. So sieht hier übrigens. Wieso haben die alle Lichter am Kopf? Man sieht doch direkt, wo die sind, oder? Der Kleiderschrank auf. Ab in die Ecke. Ich verstecke mich hier unten im Kleiderschrank. 25, 26. Das ist nicht dein Ernst, dass ich einfach ins Bett legst, Bro, Digga. 20, 27. Hitler! Ach. Perfekt. Nach 26 kommt ja bekanntlicherweise die Zahl Hitler, das weiß man ja. 20, 29, 30. Hier findet er mich niemals. Ah, okay, Licht geht aus, sehr gut. Digga, Robs Villa anders gruselig, wenn die so leer ist. Also von oben höre ich schon mal Stimmen. Die Luft hier bloß ein bisschen besser. Perfekt, Jungs. Habt ihr schon mal Verstecken gespielt? Im Westen tatsächlich spricht man darüber nicht, wenn man... Also spricht man nicht, wenn man gesucht wird. Just saying, Rob. Dann wäre das auch ein gemütliches Versteck, aber... Ah ja. Schrank ist einfach nichts. Hände hoch, FBI! Hände hoch, FBI ist auch eine Ansage, Digga. Nee. Wieso sieht Robs Haus schon wieder so vermüllt aus? Digga, Rob, Alter. Du hast doch gesagt, du willst es anständig haben, Bro. Guck mal, die ganzen Schuhe und so. Maschallah, mach doch nicht diesen. Ich guck jetzt mal. Ich hätte schon längst gelacht. Ich hätte schon längst wieder gelacht. Der hat mich schon wieder längst gefunden. Sie sind durchs Fenster raus. Sie sind durchs Fenster. Für eure menschliche Atmung. Ja, da wird sich ja keiner versteckt haben. Als ob da niemand in der Dusche ist. Ist ja ein saubeschissenes Versteck, Digga. Natürlich versteckt sich da keiner. Hä? Hallo, Tim. Oh, Junge, Alter, Digga. Tim, du bist wirklich echt die dümmste. Digga, du bist wirklich die hohlste Frucht am ganzen Markt in Funchal. Also, real talk, Bro. Das war mal wieder eine absolute Glanzleistung von dir, Bro. Nein! Schreibt jemand in den Chat, könnte so ein Lost Place sein. Malaka, der wohnt da erst seit 2 Wochen. Das sieht jetzt schon aus wie ein Lost Place. Pega. Wenn du deinen Kopf stillgehalten hättest, hätte ich dich nicht gefunden. Ja, ich... Also, er liegt jetzt... Er hat sich da versteckt. Okay, ich mach direkt weiter. Er ist bald wieder der Erste, den ich zerfickt habe. Ja, ganz genau. Ihn und seine Eltern. Perfekt. Bro, ist der auf der Garage? Ja, ne? Ist der. Oh, Smiley, bist du unter dem Bett, Alter? Ah, hier sehen Sie das Security Cam. Das ist immer dieses Security Cam Footage. Wisst ihr, dieser Mann wird gesucht. Man erkennt gar. Wer ist. Meinen Sie diesen Minecraft Skin hier? Dieser Minecraft Skin. Digga, man erkennt ja gar nicht. Es ist ein Lost Place Video, allein weil Tim da ist, weil der lost ist. Lull. Ich geh einfach mal in den Keller. Versteck mit einem Taser würde ich gern spielen, Alter. Hätte ich richtig Bock drauf. Ja, du Arsch! Die sind doch heute sehr ruhig. Das ist Trick 17. Sehr, sehr entspannt heute bis dato. Was ist Trick 17? Was ist Trick 17? Die im Keller? Katja! Oder die Katja Krasavitsch. Nein! Digga, dieses Haus hat ja 10.000 Verstecke. Oh
Falco, dich habe ich. Starkes Versteck, aber Falco, Bro. Nice one. Hi. Du bist Nummer 2, der Tim sitzt schon oben. Ja, du bist der Zweite. Ha! Eieiei! Nee, hier ist nicht genug Platz. Nee, ist kalt hier auch. Schon bei dem Coronavirus hier. Na! Oh, Smiley, Alter. Er wird dich finden. Alle hier im Keller. Alle im Keller, Alter. Attentat! Gut, ist beim Verstecken vielleicht nicht also, weiß ich nicht, ob man das unbedingt sagen sollte. Muss doch noch jemand im Keller sein. Ja, safe, Alter. Okay, Freunde. Ich glaube, ich gehe volles Risiko. Ja, Rob, wahrscheinlich rennst du genau jetzt raus, wo dich sucht, oder was? Okay. Ich habe ein neues Versteck gefunden. Okay, was? Dachte ich, hätte einen Kopf gesehen, war aber nicht. Die sind alle echt gut versteckt, aber wie gesagt, dieses Haus ist auch tamm riesig, ne? Ich will das Apfelerlebnis! Gut, vielleicht findest du erstmal die anderen, dann können wir über das Apfelerlebnis reden, Bro. Nein! Es sind noch viel mehr im Keller. Ist aber unfair, weil Rob halt da wohnt, der kennt natürlich alle Verstecke. Will sich Rob die ganze Zeit in seinem Haus verstecken, was laber ich hier? Ha! Ich hab von oben Schritte gehört, da muss doch jemand sein. Vielleicht auch hier im Bad. Ja, da hab ich ihn. Ich hab Rob, Digga, das war so dumm, warum hast du dich bewegt? Ich hab von oben Schritte gehört. Jede Sekunde ist vorbei. Diesmal habe ich sogar 3 Leute gefunden, schon. Da! Mörder! Da vorne ist noch die Sauna. Da ist noch safe jemand drin, oder? Okay, Zeit ist vorbei. Ist noch jemand hier oben? Würde mich echt interessieren mal. Hab ich dich die ganze Zeit übersehen? Ich habe aus dem Fenster gehangen. Was? Du hast es noch vergessen. Was genau, Bruder? Der hing aus dem Fenster? Was ist das? Was ist das für ein CSI-Versteck, Alter? Ich glaube das nicht. Leute wurden nicht gefunden. Diesmal habe ich okay. Laufen alle. Zweite Runde. Ja. Da kommt denn die Polizei? Oh. So, und ich zähle jetzt bis 30 und werde euch alle finden. Ja. 9, okay. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Stell dir vor, er geht in die Sauna und irgendwer macht sie von außen an und macht einfach dazu, Dings, die Sauna, sperrt sie irgendwie zu. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oh Rob, Alter, so laut wie du zählst und so aggressiv stimmt irgendwas nicht. 21, 22. Digga, zähl doch normal, Alter. Was denn mit dir? Warum bist du so grundaggressiv? 29, 30. Ich komme! Schaut hin, das wird meine Meisterrunde. Robs Stimme klingt immer wie 7 Nächte Boots aus einem Stück Real Talk. Diesmal habe ich einen richtigen Plan. Ich arbeite alles perfekt chronologisch ab, damit mir keiner... Chronologisch hieß ja der Zeit entsprechend, also an einem Zeitstrahl. Ich weiß nicht genau wie. Also chronologisch hieß ja, dass du quasi abarbeitest, wann sich wer versteckt hat. Also, Bro, no flex, aber Sprachenbubble. Entwischt. So, gucken wir mal direkt hier unterm Bett. Diesmal ist hier keiner, aber ich höre hier schon Geräusche. Alter, ist jemand so verrückt gewesen? Wieso ist das Fenster auf? Freunde, hier unten. Nee, nee. Hier zwischen. Ist hier bei dir mal jemand im Schrank? Nee, okay. Diesmal gehe ich andersrum. Wieso rennt der denn so? Hier ist keiner. Achso, es geht ja auf Zeit. Ja, Falco. Ich habe hier jemanden gehört. Ja, save in diesem Schrank drin. Auch keiner. Oh, Freunde, das kann doch jetzt nicht wieder so eine schwierige Nummer werden. Mach doch den Schrank auf, Malaka. Das ist so obvious. Habe ich da jemand gehört? Niemals jemand hinter.
Irgendwas knistert hier. Was ist denn hier? Finde ich so gruselig, wenn man sich überlegt, Leute, stellt euch mal vor, ihr werdet alleine in so einem Haus. Man weiß ja gar nicht, dass sich da Leute verstecken. Also schon crazy Gedanke, ne? Also man könnte, der könnte es da einfach sein und da werden jetzt Leute verstecken, der wüsste das nicht. Was knistert denn hier? Irgendwer muss sich hier irgendwo verstecken. Doch, da küssen sich noch zwei. Oh Mann, so viel Zeit schon verloren. Oh. Hallo Francesco. Ah. Ich hab dich. Du bist ja die ganze Zeit hier rumlaufen. Schade, Mann. So. Philippes Fenster ist so auf. Ist er hier runtergesprungen? Niemals, oder? Das war vom Vorher so. Ah, okay, okay. Der Verrückte, ey. Gut, hier ja. Ist keiner. Dima war doch in der Sauna. Oh, da. Das ist gut, Dima. Scheiße, Mann. In der Sauna. Auf Fritz Meinecke Basis. Grüße an die Sauberkeit der Sauna hier an der Stelle. Ja. Ich versteck mich, ich schlaf hier nur. Ja, klar. Mann, ey. Vater, dieses Holzhaus. Du sollst die Hose dreckig. Ja, du bist komplett dreckig. Aber es war ein gutes Versteck, also da muss ich schon sagen, Respekt. Das hätte ich leicht übersehen können. So. Du benutzt mein Versteck von gerade eben? Mein legendäres Versteck? Miley, Alter, das ist wirklich schwach gewesen mal wieder. Das sieht doch voll. Das sieht doch danach aus, dass jemand sich gerade eben da versteckt hat. Die Leute liegen so über Klamotten auf. Ja, ich habe mich zugedeckt, das war super. Aber. Ich merke schon, das war. Drei hab ich. Drei. Noch drei? Noch drei? Unter meinem Bett. Nee. Hier hinten? Auch nicht. Da hält ja auch keiner. Scheiße, okay. Ich glaube, dass ich in den Keller muss. Soll ich überholen? Außer jemand. Ja, ja. Polizei zu planen. Wieso? Wieso? Weißt du, ich denke mal, die wurden gerufen. Hallo. Hallo. Oh, Digga. Oh mein Gott, da habe ich eine Story zu, Alter. Ich saß noch mit InScope bei mir auf der Terrasse. Wohnen halt Köln sehr zentral. Wir sitzen auf so einer Terrasse, gucken in so einen Innenhof rein. Und ich sag mal so, wir waren nicht bei vollem Geisteszustand. Den Rest könnt ihr euch ja erreimen. Und wir gucken also in diesen Innenhof und sehen im Nachbarhaus so Taschenlampen. Und wir dachten auch, das wäre da eingebrochen worden. Und haben wir die ganze Zeit diskutiert, ob wir jetzt die Polizei rufen wollen oder nicht. Dann haben wir gedacht, nee, die spielen sicherlich Verstecken oder sowas, keine Ahnung. Plötzlich fängt das in der Nachbarwohnung aber auch an. Und wir so, ja gut, Digga. Das war auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Letzten Endes haben wir nicht die Polizei gerufen und wir haben auch nichts in der Zeitung dazu gefunden. Also unterlassene Hilfeleistung, ihr könnt uns mal. Wir haben nichts gemacht, Leute. Die haben nichts gemacht. Lico, wenn du das hier siehst, grüße an das fliegende Haus von nebenan. Du weißt Bescheid. Nee, wir spielen wirklich nur Versteck. Sprecht den gerne mal drauf an. Sprecht ihn mal gerne auf den Einbrecher beim nächsten Stream drauf an, Leute. Wenn ihr bei ihm im Stream seid. Tut mir leid. Okay. Wir okay, klar, kein Problem. Lol, wie funny. Okay, die Polizei ist da, weil die Nachbarn. Boah, kann doch nicht sein! Ja, wir wurden angerufen, weil hier irgendeiner eingebrochen sein soll. Wohnt hier einer? Ja, ja, das sieht zwar aus wie ein Lost Place, aber keine Sorge, hier wohnt jemand, also. Wir wohnen hier zu vier. Oh, geil. Oh, Jessica. Der Tim sucht nach wie vor eine Rothaarige. Ich kann hier in den Küchenmöbeln leider keine finden. Wir gerade verstecken, weil wir YouTube-Videos sehen. Ja. Buh! Ey, Macarena. Und haben quasi eine Runde Verstecken gespielt mit Taschenlampen und. Ey, Macarena. Au! Wir dürfen mal die Ausweise haben. Selbstverständlich. Ich wäre hier wohnt. Hoppala. Okay, warte, wo sind Jan und Tim? Die verstecken sich noch. Ja, okay, so bis zu diesem Video. Nice, Jungs, dass die Polizei gekommen ist. Das freut es doch auf jeden Fall. Schaut doch an die Gewitter im Kopf, Jungs.